Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Neue Android Games. Junge, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Ja, es ist wieder der 9.9.2019. Ich habe wieder für euch einige Spiele rausgesucht, die jetzt gerade neu rausgekommen sind oder irgendwie ein neues Update im Spiel und nicht drüber gestolpert. So, fangen wir mal an mit dem Catapult Games Stickman Catapult. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Also gerade diese Stickman-Spiele sind ja momentan mega beliebt hier. Und das hier mit den Catapults ist eine nice Geschichte. Wie komme ich hier wieder raus? So, also erstmal, wenn es euch interessiert, unten jetzt verlinkt. Dann haben wir Bangy Birds. Da schauen wir jetzt auch gleich mal rein. Ah, okay. Da müssen dann wieder gleichfarbige Vögel in eine Reihe gebracht werden. Alles klar, das ist dann Bangy Birds. Lass uns mal einen Moment lang laufen, gucken wir da mal ein bisschen zu. Ja, das hätte ein klein wenig kürzer geschnitten werden können, das Ganze. Weil ich denke, man kann so schon alles erkennen. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Screenshots dazu. Okay. Bangy Birds, wenn es euch interessiert, jetzt unten verlinkt. Dann haben wir hier LOL Headshot. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, das ist natürlich sowas ähnliches wie vorhin das mit dem Stickman Catapult. Erinnert mich so ein klein wenig an Worms, nur halt jetzt hier ein bisschen stranger, sage ich mal. Wobei Worms war ja auch schon crazy enough. Weapons und Characters. Ja, das kann mit Sicherheit auch die ein oder andere lustige Stunde vertreiben. So, dann haben wir hier Tap Pirates. Gucken wir mal da rein. Kämpfe gegen hunderte Feinde. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Entdecke fantastische Welten. Legendäre, epische, seltene, magische, allgemeine. Finde und sammle mächtige Gegenstände. Okay. Versammle deine Crew. Der sieht ja cool aus. Da muss ich jetzt aber so ein klein wenig an From Dusk Till Dawn denken. Rom, der Papagei-Pirat ist auch cool. Ah, nice. Oh, das ist irgendwie so eine Seeschlange hier. So, folgen Sie Ihrem Weg durch große Wellen. Tippen Sie, werden Sie fast ein Held in dem besten kostenlosen Abenteuerspiel über dem Meer. Wenn Sie Klickerspiele mögen, werden Sie mit Tap Pirates süchtig nach dem Tap-Tap-Spielen. Ist also ein Idle-Clicker für die ganze Familie. Okay. Alles klar. Dann haben wir hier Skyland Rush. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger im Shop, aber bin ich jetzt erst drauf aufmerksam. Drauf aufmerksam geworden. So, jetzt müsste ich mich mal hier so ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall cool aus, das Teil. Das ist so ein bisschen so ein R-Type Side-Shooter. Fand ich früher mega cool. Würde ich auch gerne mal wieder spielen und sind auf jeden Fall coole Ideen mit dazwischen. Er sieht schon cool aus. Berüchtigte Bugsters. Das ist cool. Da so
Insekte auf. Also ein Insekt als Hexe. Rätselhafte Fallen. Entzückende Münzpfade. Knifflige Pfade. Mächtige Charms. Lohnenswertes Bonusspiel. Abscheuliche Guardians und Titans. Abenteuer im Himmel. Das ist cool. Also würde ich sogar gerne mal selber anspielen. Skyland Rush Air Raid Attack. So, dann haben wir hier wieder was für die Schachfreunde. Immer mal regelmäßiger was für Schachfreunde. Das muss ich mir jetzt auch selber mal angucken. Okay, Quest Kill 6 Enemies, alles klar. Ja, schauen wir mal hier ganz kurz in die Screenshots rein. New Take on Old Game of Chess. New pieces to join your army. Ja, für die Fans des Schachspieles unter euch, Chess Destroyer, schaut einfach mal rein. Ninja Village Light, an entire village of ninjas at your command. Schau mir hier mal rein. Meet the era's greatest generals and unify the country. Customize battle gear as you see fit. Ninja Village, lead your ninja clan to glory. Was ist das? Rewrite the history of feudal Japan with an army of the ultimate guerrilla warriors ninjas. Ja, kann ich jetzt im Moment auch nicht so richtig beurteilen. Hier so ein Ninja-Simulationsspiel. Hier ist was ganz Interessantes, das möchte ich gerne mir mal genauer anschauen. Disney Team of Heroes. Das Einzige, was man dazu aktuell finden kann, ist, dass das ein Projekt wohl ist. Discover all kinds of fun games you can play. Be immersed in the stories of beloved characters. Earn achievements for games and beyond. Ohana Special Achievements. Put your knowledge to the test with trivia. Disney Princess Trivia, question 1 of 10. In the animated film Cinderella, what time does the fairy godmother warn Cinderella that her carriage will transform back into a pumpkin? Mid-morning, midnight, dusk, dawn. Oh mein Gott, also ein kleines Quiz hier auch. Bring magical mirrors around you to life. Call Iron Man and Groot into action before your eyes. Also ursprünglich war das Ding hier gedacht, das kann ich euch auch gleich sagen. Disney Team of Heroes, a new mobile app developed, genau, for children's hospitals that's filled with magical games, interactive storytelling, animated character moments. Also ursprünglich war das Ding geplant hier für Kinderkrankenhäuser. Gibt es dann irgendwelche Displays und dass die Kinder die ihren Krankenhausaufenthalt eben ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet bekommen mit Beschäftigung und so weiter. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Idee. Ob das Ganze jetzt hier auch für kleine Kinder oder so oder für absolute Disney-Fans interessant sein kann, das kann ich aktuell nicht beurteilen. Wir haben es noch nicht selbst angespielt. Man findet auch derzeit nicht wirklich was dazu. Wir werden mal schauen, wir werden uns das ganze Ding mal so ein bisschen reinziehen und werden mal schauen, ob wir dazu auch irgendwas was näher finden können. Aber jetzt erstmal hier Disney Team of Heroes, die Vorstellung. Das komplett andere Teil hier, Shark Hunt Revolution Run to Survival, ab 18 steht hier. Da ein Riesenhai, hunt or be hunted, explore the sea world. Ja, und da kannst du scheinbar hier als Hai, kannst du wohl Menschen fressen, so wie das aussieht. Unleash your inner beast.
Jo, also wem sowas hier Spaß macht, jetzt verlinkt unten. Dann haben wir hier ein Adventure-Spiel, Detention. Das ist ab 12. Gucken wir mal hier rein, so ein japanischer Story-Style. Mal gucken, wie das Ganze hier ist. Ups. Okay. Also, ist ein Horrorspiel scheinbar. Ja, steht so zumindest unten noch in der Beschreibung. Ja. Alles klar. Alter. Backenzähne mit noch Blut dran als Würfel. Oh mein Gott. Ist wohl hier irgendwie auf einem Trip oder was hier? Da hängen hier die Vögel dann. Also auf jeden Fall ein ziemlich stranges Spiel. Ich kann es jetzt nicht so wirklich beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant aus für die Fans der japanischen Filme und Horrorfans und ein bisschen die Adventures gerne mögen. Könnt ihr gerne mal reinschauen, Detention, wenn es euch gefällt. Schreibt einfach mal unten was in die Kommentare, wenn da was dabei ist, was euch gefällt. So, dann haben wir hier das nächste Spiel. Das ist Fish Dodge Early Access. Ja, keine Ahnung, da kannst du hier eben Fische fangen. Dann sind wir bei Substance. Und das hier ist so ein bisschen Jump'n'Run-Style mäßig. Erinnert mich so ein klein wenig an Badlands. Zumindest mal von der Optik her. Badlands-Style. Badlands war ja mega geil. Scheint jetzt hier. Opas. Nee. Jo. Schick. Ja, ist wohl ein russisches Spiel. Wenn das jemand übersetzen kann, was da stand. Verlinkt jetzt. Aber wie man sieht, ja, hier Start Play Now, Englisch. Wen es interessiert, ist jetzt verlinkt unten in der Beschreibung. Dann haben wir Pocket Harvest Light. Das ist dann auch für heute das letzte Spiel. Hier so ein kleines Farmspiel. Animal Friends will support you.
Prove your veggies value, win contest, pocket harvest. Ja, kann man so eine kleine Farm aufbauen. So ein bisschen wahrscheinlich wie Farm will, keine Ahnung. Design and combine tourist attractions. Okay, das ist dann doch ein klein wenig was anderes. Quality crops and your farm's image. Also von der Farm, wo dann auch eine Touristenattraktion aufbauen kann. Kann ich jetzt, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber scheinbar mit 4,2 eine ganz gute Bewertung hier. Ja, wenn euch das ein oder andere Spiel gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwas, irgendeine Anmerkung dazu habt, schreibt es unten in die Kommentare, irgendwelche Ideen. Wenn ihr irgendwas davon spielt, schreibt es uns. Ja, ansonsten abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ich wieder neue Android-Spiele für euch vorstelle. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.